Ja, hallo ihr lieben Leute. Na, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich dachte mir, ich lasse auch mal wieder was von mir hören. Heute mit einem kleinen Quickie. Und zwar haben wir heute vor, wir überholen heute eine Förderpumpe. Ich habe schon mal das Werkzeug, von dem ich jetzt anfänglich ausgehe, dass wir es brauchen werden, zusammengesucht. Ja, wir haben hier so ein schönes O-Ring-Montage-Demontage-Set. Wirkliche Lebensretter, kann ich euch nur sagen. Wir haben eine 19er Nuss, wir haben eine 30er Nuss, 19er Maulring, einen kleinen Schraubendreher. Ganz wichtig, den Überholsatz gibt es bei mir im Shop. Kostet 15 Euro oder was. Und wir haben hier eine FPKE, ja, in der Ausführung D. Und die hat da drin einen O-Ring, den man tauschen kann. Bei der AC ist es so, da ist kein O-Ring drin. Wenn da sich diese an dem Stößel vorbeidrückt, dann ist das halt so. Dann ist das einfach undicht. Und hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, einfach einen neuen O-Ring einzusetzen. Den schicke ich euch mit, wenn ihr das Ding hier bei mir bestellt. Ich kann auch euch den Montagesatz hier für die O-Ringe mitschicken. Der macht die Arbeit nämlich auch um einiges leichter. Und damit haben wir alles zusammen für so eine kleine Förderpumpe instand zu setzen. Für einen Bruchteil des Neupreises. Ja, wir haben hier in dem Set haben wir komplett, weiß nicht, ob man es gut sehen kann, die Ventile drin. Wir haben neue Ventilfedern. Ja, wir haben eine neue Dichtung fürs Glas. Wir haben neues Glas mit Filter und sogar die Handpumpe ist mit dabei. Und ich glaube, das sieht nachher alles ein wenig viel schöner aus, als es das jetzt tut. Und ich würde sagen, wir nehmen das Ding einfach mal auseinander. Anfangen tun wir mal hier damit, dass wir alles an Schrauben rausdrehen, was wir so haben. Ja, das hier ist so ein angeflanschtes Filterelement. Da könnte man auch die Leitung direkt dran machen. Die gibt es auch im kompletten Verbund neu zu kaufen, falls das sich jemand vor die Förderpumpe machen möchte, die keinen Filter hat. Ja, kann ich euch auch besorgen, ist gar kein Problem. So, hätte ich gesagt, einmal alles lösen. Ich mache das jetzt mit dem Schlagschrauber, da kann man nämlich so schön freihändig arbeiten. Ja, mein Opa wird mich dafür hassen. So, guck mal hier. Da haben wir sogar eine Schraube mit ohne Autofokus, mit einem Siebchen drin. Kann man ausbauen und sauber machen. Man kann die Schraube aber auch einfach neu machen. Die kosten nicht viel Geld. Da ist Phoenix-Kram, die machen wir neu. Sieht dann auch schöner aus. So, dann können wir hier, oh, die ist schon locker, drehen wir die auch gerade noch raus. Hierfür müssen wir sie jetzt einspannen. Und immer dran denken, Leute, das ist ein Gussgehäuse. Also bitte nicht kaputt drücken. Ja? Wir arbeiten hier mit Liebe und Präzision. Ich muss mal gerade die Tür aufmachen. Ich gehe hier drin kaputt. Der Ofen drückt ganz schön. 35 Grad sind es hier drin übrigens. So. Jetzt haben wir einmal die Handpumpe abgemacht und da kommt uns auch schon das erste Ventil entgegen. Ja. Wir haben eine FPKE, ne? Förderpumpe, frage mich nicht, wofür das K steht, das E ist einfach wirkend. Für eine A-Pumpe in der Ausführung D, also die Förderpumpe ist Ausführung D. Ganz wichtig hier, die Sitze. Kontrollieren auf Beschädigungen, kontrollieren auf Aussehen. Ja, die dürfen keine Marken oder sonst irgendwas haben. Und selbiges sehen wir auch wieder hier drunter. Ja. Hier kommt auch schon das erste Mal das O-Ring-Ausbauwerkzeug zum Einsatz. Das ist nämlich auch super für so festgegammelte Kupferscheiben irgendwo rauszufriemeln. Na, da haben wir sie schon. Gut, gut. Als nächstes müssen wir hier, da ist so ein kleiner Metallring drumherum. Ja, den hier.
Den müssen wir mit einem kleinen Schraubendreher nach oben drücken. Und dann nach außen ziehen. So hoch in der Luft vor eurer Nase sieht das zwar toll aus, aber funktioniert nicht. Moment. Na komm schon. Der berühmt-berüchtigte Vorführeffekt. So. Jetzt haben wir den hier so. Dann können wir den nach unten rausfriemeln. Bitte aufheben, nicht verlieren, ja. Dann kann man auch schon den Rollenstößel hier rausziehen. So, und das ist jetzt dieser kleine Bolzen, um den der O-Ring drumherum läuft. Und wie gesagt, bei der AC ist das so, da ist die. Habe ihn gefunden. Ne, also bitte darauf aufpassen, dass euch das Ding nicht weggeht, also flöten geht. So, also Rollenstößel, ja. Wie gesagt, der Druckstößel hier drin. Gut, dann machen wir jetzt mal die große 30er Schlüsselweite Schraube hier vorne ab. Federvorbelastet, ja, die müssen wir aufheben. So, auch wieder ein Kupferring drin. Die muss auch wieder raus. Können wir jetzt von unten mit dem Druckstößel hier innen unseren Pumpenkolben rausdrücken. Zumindest können wir uns den mal entgegendrücken. Der müsste eigentlich mit einem Magnet rauskommen. Oder auch nicht. Im letzten Stück scheint da ein bisschen Nachhilfe zu brauchen. So. Aber jetzt. Ja, das hier ist unser Pumpenkolben von der Pumpe. Der sieht auch noch gut aus. So, als nächstes können wir dann jetzt unseren Druckstößel endlich mal hier rausnehmen. Ja, den Kollegen hier. Kann man sich jetzt mit einer Spitzzange packen. Schieben besser mit dem Schraubendreher durch. Ah, der hat wegen dem O-Ring halt Spannung ohne Ende. Und hier drin, da drin, in dieser kleinen Öffnung sitzt jetzt unser O-Ring. Und das ist die Kunst, den rauszubringen. Und genau dafür habe ich das Werkzeug. Ja? Da kannst du nämlich einfach, geh mal hier ins Licht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, den kannst du dann hier innen drin, kannst du den rausnehmen. Ich nehme am besten aber die spitze Nadel, ich glaube, mit der hier kommst du nicht richtig bei. Also kleine Sachen zeigen sich auch immer so schlecht, ne? Aha, ja, jetzt seht ihr ihn. Hier, seht ihr? Der steht jetzt in der Mitte. Ja, so sieht man, ne? Der steht jetzt hier in der Mitte so schön schräg drin. Den können wir dann jetzt einhaken und rausziehen. Da ist der Kollege. Ja. Und nun die Lieblingsbeschäftigung von uns allen. Erstmal alles sauber machen, ja. Was wir noch vergessen haben hier, ist das Glas abzumachen, beziehungsweise in dem Fall ist das Alu. Ja. Ist wundervoll, weil da sieht man nicht, wie dreckig Diesel ist, das aus dem Tank kommt und wie dreckig der Filter ist. Ja, guck mal hier. Ne? Das hat es schon zusammengezogen. Das ist alles schon was älter. Aber hier innen drin ist immerhin sauber. Das heißt, so wie es aussieht, würde ich behaupten, das hat mal jemand gehabt und hat das schon sauber gemacht, weil es wahrscheinlich komplett verdreckt war. Ja, weil die Pumpe hier ein Vakuum gezogen hat und deswegen das Siebchen so verformt ist. Ja.
Ist ja kein Problem. Ja, das hier ist Müll. Das hier, ja, ne, ist ein Relikt. Und nun, ja, die Handpumpe ist Müll. So, die Hohlschrauben haben wir auch neu. Die alten Ventile hier, die können auch weg. Die ganzen Kupferringe, ne, ist ja klar. Muss ich gerade mal gucken. Ich meine, na guck mal da, an dem Set fehlt sogar der große. Das ist ja blöd. Muss ich doch mal gucken hier. Bin ich doch ein wenig aufgeschmissen. Haben die den großen Kupferring nicht in dem Ding drin? Das ist auch noch die alte Version. Ich habe irgendwo noch eine neuere rumfliegen. Da ist er auch nicht drin. Siehst du mal, ne? Freunde von DTP. Müsst ihr eure Sets mal ordentlich planen. Also Leute, wenn ihr das macht und ihr die Dinger bei mir bestellt, ich lege euch auch hier den großen Kupferring mit bei. Das ist echt schade, dass der hier nicht mit drin ist, weil du musst das Ding ja aufmachen, für die zu überholen. Und so einen Murks wie den alten nochmal reinlegen, den machen wir hier nicht. Ich dackel jetzt mal ins Lager. Warte mal. Ne, der ist zu groß. Ich dackel jetzt mal ins Lager und dann gehe ich mal einen passenden Ring holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach einer Ehrenrunde im Ultraschall gibt normalerweise auch der Lack den Geist auf. Ja, sieht man ja schön, ne? Kunststoffbürste. Hier, guck mal, hä? Tschüss, Lack. Gar nicht heiß oder so. Gerade so Sachen, ne, wie hier die Dichtfläche von dem Kupferring machen wir schön sauber. Übrigens hier zum Thema, dass der Kupferring hier nicht drin ist, macht natürlich Sinn. Weil das Überholset ist natürlich nicht darauf ausgelegt, auch den O-Ring hier mitzutauschen, der ist ja auch nicht drin. Also wenn man den mitmachen will, weil man Undichtigkeit in der Pumpe hat oder so, ja, Diesel in der Einspritzpumpe ist einer der Hauptverursacher dafür, dann kann man sich die Sachen mitbestellen. Das Überholset ist tatsächlich, glaube ich, eher für, wenn sie nicht mehr richtig pumpt. Aber eigentlich, zumindest meiner Erfahrung nach, wenn die Dinger nicht mehr richtig pumpen, ne, dann ist der O-Ring, der da drin ist, auch platt. Das heißt, dann ist es empfehlenswert, den einfach gerade mit neu zu machen. Das ist nicht viel mehr Aufwand und vor allem weiß man dann, wo man dran ist und man weiß, die Sachen sind dicht und funktionieren auch wieder so, wie sie sollen. Ja, es ist ansonsten an der falschen Stelle gegeizt. Ja, hier die Dichtfläche sollte man auch immer dicht. Dicht, genau. Dicht sollte man sie auch kriegen. Vor allem sollte man sie sauber machen, damit man sie auch dicht kriegt. Und bitte die Dichtungen hier nie irgendwie mit Dichtmasse einsetzen oder so. Sonst quetscht sie sich nämlich nur nach außen raus. Und bitte keine Dichtmasse pur verwenden, so ein Knaub. Ja, auf dem Feld vielleicht, ne, wenn es halt wirklich sifft, aber dann auch nur für den Übergang. Allerdings halten Provisorien ja wohl bekanntlich am längsten, leider. Das kommt in die Strahlkabine. Die kommen in die Strahlanlage. Da können wir noch einmal drüber gehen, dass der grobe Lack ab ist. Ja, okay. Aber schnell fertig. So, du kommst in die Umlaufstrahlanlage. Du nicht. Du auch nicht. Du kommst in die Umlaufstrahlanlage. Ich bin gerade am Überlegen, ja, wir könnten auch hingehen, könnten das Ding natürlich glasstrahlen und auch lackieren. Oder aber wir lassen es so ein bisschen patiniert. Ja. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich lasse jetzt auf jeden Fall mal alles trocken und dann schmeißen wir die ganzen kleinen Teile an die Umlaufstrahlanlage und dann geht's weiter. Eine Völkerwanderung später. Wir sind unten angekommen. Ja.
Man erkennt es bestimmt. Ich habe ein bisschen geupgradet. Ja, wir haben eine neue Strahlkabine mit Zyklonluftfilter. Und mein neues Schätzchen hier. Das ist eine Automatik-Umlauf-Sandstrahlanlage, gefüttert mit Glasperlen. Ist aus dem Dentalbereich. Ja, so relativ klein, aber für mich vollständig ausreichend. Ja, mit integrierter Absaugung. Ja, ist gefüllt hier mit Glasgranulat. Hat so einen kleinen süßen Korb, in den machen wir jetzt unser Strahlgut, also Quatsch, unser zu strahlendes Material rein, das ich mir hier mal behutsam in die Hosentasche gesteckt habe. So, man möge mir die etwas schwummrige Kameraführung entschuldigen, verzeihen. Einmal alles rein. Dann stellen wir das Ding auf Automatik. Und 20 Minuten. Jetzt dürfen die Kollegen da drin schön Karussell fahren die ganze Zeit, bis sie schön sauber sind. Und in der Zeit gehen wir hoch das Gehäuse, beziehungsweise den O-Ring schon mal in das Schlüssel, die Schlüsselführung einführen und können die Ventile schon mal einsetzen. Und Kompressor sollten wir natürlich auch. Dem reichen zwei Triebwerke dafür. So. Ja. Neuer Kompressor. Stahlwerk lässt grüßen. Grüße gehen raus ans Stahlwerk, falls ihr, ich weiß, ihr habt meinen Kanal abonniert, falls ihr das seht. Geiles Teil, wirklich. Hat sich gelohnt. Der geht euch jetzt jeden Moment an. Ah, da guck. Da ist jetzt mit zwei Triebwerken. Ist tatsächlich angenehm laut. Ich habe hier hinten noch ein bisschen mit Schallschaum gearbeitet, beziehungsweise mit kleinen Dämmmatten. Das macht schon einiges aus, auch wenn das Brett hier vorne dran steht. So, dann kommen wir gleich mal wieder. Jetzt kommt ja der größte Spaß von allen, ne? Ja, in dieses Loch muss der da rein. Ja, ich versuche das jetzt mal so, dass wir alle das sehen. Ich glaube am besten. Ne, Kopflampe habe ich keine da. Ist natürlich blöd. Am besten ging das aber mit einer kleinen Zange. Oder wir machen das wie Profis und nehmen das O-Ring-Montagewerkzeug. Zuerst machen wir aber an den O-Ring mal ein bisschen Fett dran. Ja. So. Dann pappt der nämlich auch schön an dem Werkzeug dran. Jetzt können wir den da mal so reinflutschen lassen. Ach ja, ich wünschte, ihr könntet was sehen. So. Ja, ist komplett dunkel innen drin, ne? Das ist so eine Arbeit, da kannst du erwachsene Männer weinen sehen bei, ne? Und muss das mal früher in der Fabrik als Beruf gemacht haben, ey. Professioneller Ohrringschubser. So, Dominik 1, Ohrring 0. Jetzt können wir eigentlich auch schon hingehen und mal noch hier den Lack abmachen. Da. So. Perfektionist lässt grüßen und können schon mal den Druckstößel einsetzen. Eigentlich können wir. Oh, wir können schon einiges zusammenbauen. Wir können die Handpumpe schon dran machen. Wir können den Druckstößel schon wieder einführen. Das war es dann aber auch schon. Bis das andere Zeug fertig ist. Okay, fangen wir doch mal damit an. Druckstößel, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Der hat auch einen leichten Rostschaden hier vorne, ja. Die Pumpe hat auch einen Rostschaden.
So, der war vorher, sieht man schön an der Spur, so rum drin. Das heißt, der Rostschaden ist die ganze Zeit schön an dem O-Ring vorbeigeflutscht. Und was wir jetzt machen, ist, wir drehen den einfach rum. Weil auf der anderen Seite hat er nichts. Da muss er auch nichts machen, nichts dichten. Ja, machen wir noch einen Schwung Öl dran. So, einmal Schwung Öl. Und dann setzen wir den mit dem Rostschaden nach oben. Einfach wieder her ein. Und schon wieder drin. Ja. So. Und nun können wir den Rollenstößel zusammensetzen. Ja, Stößel, Rolle. Dann kleben wir mit Fett die beiden Gleitsteine ein. Einmal. Nicht nochmal verlieren. Ja. Der eine ist zum Glück aus U-Boot-Stahl. Der ist nämlich wieder aufgetaucht. Zweimal. Können wir hier schon mal ein bisschen Öl reinmachen. Ja, ist ja alles durchs Ultraschall schön trocken. Auch an den Rollenstößel machen wir ein bisschen Öl rundherum. Wer gut schmiert, der gut fährt. Rollenstößel hier rein. Dann müssen wir nämlich, wenn wir den kleinen Stift da gleich einführen, nicht gegen die Feder arbeiten. Und das nimmt einen Haufen Kopfschmerzen raus. So. Seht ihr? Kann man nämlich jetzt schön reindrücken. Und dann kommt hier dieser Sicherungsring. Hier rein. Und dann wird er da so drüber gedrückt. Zack. Drücken wir den Rollenschlüssel vordrücken. Der kommt dann nicht mehr raus. Und als nächstes können wir hier unseren gereinigten Kolben einsetzen. Vorher einmal in Diesel tauchen. Ne? Niemals trocken montieren. Wir erinnern uns, ist bei jeder Pumpe dasselbe. Und dann, ja, viel mehr können wir nicht machen, oder? Doch, die Handpumpe können wir schon mal festmachen. Ne, die ist nur im Weg, wenn wir hier anziehen. Genau. Können wir hier schon mal die Feder noch dran machen. Also schon mal einsetzen. Und den neuen Kupferring. Der ist ein bisschen verzogen, aber der ist so dünn. Den kann man einfach passend biegen. So. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die Ersatzteile, ne? Tja, ja. Ich glaube, eine Viertelstunde ist auch genug. So. Gerade einmal. Ne, kann man nicht. Schade. Ja, ne? Sieht doch aus wie neu. Da war noch ein bisschen Wasser im Gewinde. Das hat es rausgepustet. Da genauso. Ne, ich bin zufrieden. Das passt. War jetzt eine Viertelstunde. Spart einen Haufen Zeit. Mal gerade noch den Staub ab. Und dann gehen wir hoch. Hier, bitteschön. Einmal alles. Ja, ihr seht es ja gleich. Es ist mir unerklärlich, wie das passieren konnte. Jetzt sind mir die Schrauben tatsächlich noch versehentlich ins Brennierbad gefallen. Heieiei. Ich dusel, hä? Ah, so, unsere Schraube, 30er Schlüsselbeile, ist, denke ich, ganz verständlich. Die kommt einfach hier oben rein. Ja, streich das einfach. Na, komm schon.
Jetzt hat sie verloren. So. Ja, die wird mit Gefühl angezogen. Mit Gefühl mit dem Schlagschrauber. Und weiter geht's. Wie immer alles schön schwimmend montieren. Ne? Gerade die Ventile. Dann haben wir hier einmal das Ventil selber. Das kommt einfach rein. Zack. Da so drauf. Na, eine neue Handpumpe. Da ist sogar direkt der Dichtring mit drauf. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was ist das denn? Ja, kommen Sie raus. Müsste doch eigentlich hier reingehen. Ja, tut's auch, guck mal da. Dann setze ich so ein. Handpumpe war da. Klack. Einmal anziehen. Gefährlich. Na, die ziehe ich nachher an der Pumpe noch einmal nach. Selbes Spiel auf der anderen Seite mit dem anderen Ventilchen. Ja, nur hier die passende Schraube. Ja, da sind zwei dabei. Den Dichtsatz gibt es auch so dann für Förderpumpen, die nur Ventile haben und keine Handpumpe. Ja, selbes Spiel wie eben. Einmal zusammensetzen. Und dann kommt der Kumpel hier rein. Bei mir hat sich jetzt der Kupferring schief reingedrückt, den habe ich gerade noch gerichtet. Sollte man auch immer drauf achten, sonst macht man die nämlich gerade nochmal kaputt. Einmal anziehen, wie gesagt, den Rest machen wir nachher. Ja, wir hören schön die baut schön Druck auf. Ja, hier, ne? Sieht man schön. Trotz, dass da eine Feder dran ist, geht der immer noch ein Stück nach oben. Ist also alles dicht. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Filterglashalter zusammensetzen. Ja, den blase ich noch einmal vorher aus, dass kein Glas mehr drin ist. Da sind wir auch relativ flott fertig. Ja, wir fangen hiermit an. Kommt als allererstes unser Haken nochmal dran. Der Glashalter. Dann der Spanner unten ran. Ich glaube, ich muss doch wieder mit dem Telefon filmen. Ja? Die Kamera hier, die ist nicht so gerne im Nahbereich unterwegs. Einmal die neue Gummidichtung für das Glas. So, dann müssen wir hier den Filter zusammensetzen. Das ist immer ein bisschen friemelneu. Bis man die blöde Feder da drin hat. Klack, klack. So. Dann kommt das alles so zusammen. Der kommt hier rein. Ja,
Kamera war die Batterie schwach. Das war es mit der Kamera. Gut, dann muss ich mich jetzt auf die hier konzentrieren. So. Dann wird das kleine Glas hier oben mit verspannt. Gucken wir noch, dass die Ecken hier schön sitzen. So. Dann wird das hier angezogen. Und zu guter Letzt nehmen wir hier wieder eine Hohlschraube mit Sieb, auch wenn es total unnötig ist, weil wir haben ja hier das Sieb vorne dran. Das ist nur für, also das ist quasi der eigentliche Vorfilter vor der Pumpe. Für den Fall der Fälle, ja, wenn man so ein richtiges Vorfiltersieb dran hat, ist natürlich Premium. Nur hier neue Kupferscheiben drauf. Und dann kommt das Ding hier dran. Das muss nachher sowieso am Schlepper ausgerichtet werden. Weiß ja nicht, wie die Leitungen kommen. Und damit wäre die Überholung unserer Förderpumpe abgeschlossen. Und ich glaube, im Vergleich zu vorher, opa, kann sich das Ding noch wirklich sehen lassen. Ja? Guck mal da. Ein Träumchen. Hat sogar gerade meinen Finger festgesaugt. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Das Ding hier kann ich jetzt getrost verbauen. Steffen, die Pumpe ist damit fertig, komplett fertig vor allem und auch optisch wieder ein Augenschmäuschen. Ist jetzt leider nicht hier, die steht unten, sonst hätte ich es euch gerade noch gezeigt. Ja. Schaut mal bei Steffen vorbei. Ich wünsche euch was. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Ob ihr überhaupt wusstet, dass das geht. Mit dem O-Ring vor allem. Glaube ich nämlich nicht. Und wie immer in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Shop. Wer die Sachen braucht, einfach anschreiben. Dort gibt es ein Kontaktformular. Dort gibt es direkt meine Handynummer über mich. Könnt ihr direkt auf WhatsApp schreiben. Und dann kommen wir so in Kontakt. Ne? Ich wünsche euch was. Euer Dominik, bis dahin.